Der deutschsprachige Raum scheint für Games Workshop immer relevanter zu werden und ja, das ist eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung. Wir sehen hier gerade die neue Warhammer-Community-Seite. Ja, hier natürlich noch auf Englisch. Ein schickes neues Design bekommen, finde ich tatsächlich deutlich besser als das Remake der Warhammer.com-Seite, als das damals kam. Und ja, hier kann man jetzt auch viel einfacher tatsächlich auf Deutsch das Ganze auswählen. Und es gibt eine kleine Ankündigung, direkt von Games Workshop. Oh, guck mal, das ist hier sogar auf Deutsch. Ich hatte das eben gerade in dem englischen Post hier rausgesucht, aber ich sehe schon, das haben sie sogar auf Deutsch extra übersetzt, denn sie möchten für den deutschsprachigen Raum, aber auch für andere Sprachen, die News anpassen, die News erweitern. Es soll mehr da einfach kommen, denn es sind, hier steht es übrigens auch nochmal, ne? Und hier sogar in dem englischen Artikel, wenn wir runterscrollen, wird Deutsch extra hier nochmal erwähnt. Und auch in dem Video. Das gucken wir uns gleich an. Vielleicht sogar mal hier dieses die deutsche Version. Auf jeden Fall ist das ein positives Zeichen. Denn es gab diese deutsche Warhammer-Community-Seite vorher auch schon. Die war ein bisschen schwer zu finden, aber die existierte. Und wenn wir auch hier mal gucken, die wird nicht so aktiv gepflegt wie halt die englische Seite, ja. Wenn wir hier mal einen kleinen Vergleich machen, was an News hier kommt und was an News hier kommt. Aber, ja, es gab eine Ankündigung, hier sogar mit spezifisch deutschen News, ja, die es nicht in den englischen gibt, wegen der Spiele in Essen und Golden Demon. Games Workshop hat Bock. Games Workshop macht gerade richtig, richtig positive Entwicklungen. Auch mit diesen ganzen Serien auf Warhammer Plus, diesem Amazon-Ding und so. Das nimmt alles richtig gute Züge. Space Marine 2 ist ein absoluter Erfolg. Hat viele, viele Leute auch neu in die Community reingespült. Das merke ich auch hier auf dem Kanal. Und ja, Games Workshop hat einfach Bock, da noch weiter zu wachsen. Verständlicherweise auch. So, wir gucken uns mal kurz das Video an. As a man of culture, I've made sure that more content than ever will be translated into other languages. Oh ja, ich bin schon so aufgeregt, mit Deutsch anzufangen. Well, that is a lot of hard work. Ja, dass diese deutsche Stelle kam übrigens auch in diesem Video, was quasi auf dem richtigen Warhammer-Kanal, ja, hochgeladen wurde. Aber, wo wir hier schon sind, ja, es gibt jetzt einen Warhammer.de-Kanal und es gibt auch ein Warhammer.de auf Instagram. Das bedeutet, wir sehen ja hier schon, das läuft jetzt hier schon ein bisschen länger. Gut, hier werden einfach die Sachen nochmal hochgeladen mit Untertiteln. Die Aufrufe sind jetzt nichts Weltbewegendes so. Aber das bedeutet ja, dass der deutsche Raum für Games Workshop immer und immer relevanter wird, ja. Und das ist ja eine Entwicklung, die ich auch gemerkt habe, als ich diesen YouTube-Kanal gestartet habe. Hier läuft es übrigens schon ein bisschen besser auf Instagram. Eine Sache, die ich halt auch gemerkt habe. Denn als ich damit angefangen habe, diesen Warhammer-Content und sowas zu machen, dann habe ich mich schon gefragt, okay, was machen die anderen Kanäle, wo ist so die Grenze an Abonnenten? Und das war irgendwo bei 30.000. Skriptoris war der größte Kanal mit der Thematik im deutschsprachigen Raum. Und ich dachte, okay, da wird irgendwo im deutschsprachigen Raum auch die Grenze sein für die Warhammer-Community. Ja, vielleicht noch 40.000 Abonnenten, die ich jetzt übrigens geknackt habe. Danke dafür. Kommt aber noch mal ein eigenes Video. Durch TikTok und YouTube Shorts und ich sehe meine aktuellen Statistiken, kann ich aber sagen, es wächst momentan unfassbar rasant. Also der deutschsprachige Raum wächst unfassbar rasant. Und das weiß Games Workshop wahrscheinlich auch. Die werden das auch sehen. Auch wenn man viel kritisiert und viele Entscheidungen mal so ein bisschen, weiß ich nicht, sind, die werden das auch merken. Die sind smart am Ende des Tages. So, ne? Und ja, deswegen bin ich auch sehr froh, dass sie hier dieses Warhammer-Community-Ding auch endlich super entspannt für die deutsche Community machen, wenn sie es so aktiv pflegen wie die englische. Was haben wir noch an Sprachen bis jetzt? Ja, guck mal, nur Englisch und halt Kanada, USA. Das bedeutet, wir hier in Deutschland sind quasi
nach England und Amerika für Games Workshop das Relevanteste. So, und was ich mir, das ist jetzt aber nur Spekulation, das ist weder ein Gerücht, ich bin nicht Weirag oder sonst was, sondern eine Spekulation jetzt meinerseits, dass wir in einer fernen Zukunft diese ganzen echt teilweise sehr guten Warhammer-Animationsserien und Sachen, die es hier gibt, auch ja, auf Deutsch bekommen könnten. Denn sind wir ganz ehrlich, es gibt Leute, die haben Bock, sich das hier anzugucken, die haben aber wirklich keinen Bock, sich das Ganze auf Englisch anzugucken. Und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich habe kein Problem mit der englischen Sprache, einige haben es aber und es ist halt so, für viele ist es einfach angenehmer, die Sachen auf Deutsch zu gucken. Und ja, wenn das jetzt schon mit Warhammer Community und so losgeht und sie arbeiten ja eh an so vielen verschiedenen Serienprojekten jetzt, so neuen Staffeln. Ich berichte da ja immer drüber, weil ich das ja auch wunderbar finde. Warum nicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass dann hier für Warhammer TV auch irgendwann in der Fernzukunft, wenn der deutsche Markt noch relevanter wird, und da arbeite ich dran, ich hole viele neue Leute ins Hobby, die vorher gar keine Berührungspunkte mit Warhammer hatten, durch die Shorts und durch TikTok, ja, dass wir die Sachen hier eventuell auch irgendwann mal mit einer deutschen Synchro bekommen. Und das wäre dann so stark, dass sich für viele dieses Abo wirklich lohnen würde. Und ich habe das schon mal gesagt, es sind jetzt nicht so unfassbar viele Dialoge in diesen Projekten. Das kann man auf Deutsch synchronisieren. Ja, mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Ich bin froh, dass der deutschsprachige Raum und Deutschland an sich anscheinend immer relevanter wird für Warhammer bzw. Games Workshop. Mal gucken, was die Zukunft bringt, wie gesagt. Und ja, schreib deine Meinung dazu mal gerne in die Kommentare, auch deine Geschichte mit Warhammer. Ob du Warhammer schon kanntest, bevor du auf diesen Kanal hier aufmerksam geworden bist, oder ob du, keine Ahnung, durch den TikTok, durch den Short hierher gekommen bist, und was du dir persönlich wünschen würdest. Ich habe mittlerweile ja auch eine kleine Reichweite und ja, ich kann ja auch noch mal versuchen. Mein erster Versuch vor dem Jahr ungefähr ist ja leider fehlgeschlagen, noch mal mit Games Workshop in Kontakt zu treten. Jetzt mit 30.000 Abonnenten mehr. Mal gucken, ob man da irgendwie einen deutschen Ansprechpartner findet. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich wollte euch darauf nur mal aufmerksam machen, ja, dass wir vielleicht eine sehr positive Zukunft im deutschsprachigen Raum haben werden. Und ja, das war's schon. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.